Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Irgendwelche Leute, die mich töten wollen. Wir sind wieder Platz 3. Aus irgendwelchen Gründen. Nee, wir sind jetzt wieder Platz 2 aus irgendwelchen Gründen. Das war's. Ich habe keine Ahnung, was hier auf dem Server gerade schief läuft. Ich habe gedacht, wir sind alleine offensichtlich nicht, weil dieser Philipp KK war plötzlich Platz 2 mit einem Kill. Ich habe keine Ahnung, das ist alles suspekt. Erstmal das Bein weggeschossen. So, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten, ne? Ach Gott. Warst du legendär? Nö. Schade. Sah nur so aus. Okay, wo müssen wir hin? Der Big Boss. Sind hier viele Supermutanten, alter Schwede. Kriegen ja fast ein Level up zusammen. Ach, ich erinnere mich, hier waren wir ja schon mal. Dann ging das ja. Wo sind wir lang gegangen? Sind wir in die falsche Tür gegangen? Wir gehen mal runter. Ja, hier ist auch nur ein Exit. Wir sind auf der richtigen Fährte, Leute. Da müssen wir hin. Wieso gibt es hier einen Hinterausgang? Der ist ja nicht mehr versteckt. Alles klar, hier ist der Stempel und Brief des Präsidenten. Governor Evans, der Präsident und der Verteidigungsminister möchten Ihnen für Ihre fortwährende Unterstützung unserer Truppen danken. Die Aufrechterhaltung der Lieferkette strategisch wichtiger Ressourcen wie Stahl, Kohle und weitere Materialien ist für den Kriegserfolg von zentraler Bedeutung und für alle freiheitsliebenden Amerikaner eine Pflicht. Die Befreiung von Anchorage wäre andernfalls nicht möglich gewesen. Mehrere Kabinettsmitglieder haben ihre Bewunderung für die von ihnen durchgesetzte Wirtschaftspolitik zum Ausdruck gebracht. Die enormen Fortschritte im Bereich der Automatisierung ermöglicht hat. Zugleich haben sie auch ein großes Geschick bei der Unterdrückung von Gegenstimmen bewiesen. Wir möchten Sie und weitere regionale Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft zu einem Gipfeltreffen einladen, der momentan organisiert wird. Das Ziel, die Erörterung der Optionen zur weiteren Verarbeitung dieser Technologie. Das heißt, die ganzen Obermotze sind eigentlich gar nicht hier. Die sind vor den Bomben geflüchtet anscheinend. Na gut, das kennen wir alles schon. Okay, gehen wir wieder zurück. Ist ja nicht so, als hätten wir noch was anderes zu tun, als hier rumzulaufen. Ich meine, ich find die Quest ja schon irgendwie lustig und so, aber die ist im Anfangsgebiet. Das macht so wenig Sinn, hier rumzulaufen, weißt du? Ansonsten hätte ich ja kein Problem damit. Ehrlich gesagt, ja gut. Ist halt so. Ach, guck mal, das war hier direkt nebenan. Hätte ich mir sparen können. Seien Sie gegrüßt, A3. Unterlagen erkannt. Scanne. Alles in Ordnung. Begeben Sie sich zur Fotografiestation, um Ihren Personalausweis zu erhalten. Einen schönen Tag noch. Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Wieso bin ich Platz 2, obwohl offensichtlich mehrere Spieler hier sind? Hier ist Docker. Philipp KK ist sogar hier, der hat einen Kill. Achso, der ist erster Platz. Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Und das werde ich mir noch holen. Ist zwar ein bisschen kacke, aber gut. Mach ein Foto. Und du? Registriere dich bei der stehenden Bruderschaft. Oh. Ich bin weg, Leute, haut rein!
Freiheit. Endlich. Boah. Und dann geht's auf jeden Fall, wenn wir die Möglichkeit haben, gehen wir kurz nach Hause. Werden zur Munitionsfabrik stolzieren und da hoffentlich ein bisschen Munition abgreifen können. Weil rein theoretisch, wenn die nicht abgeschlossen ist, kann ich doch klauen, ohne als gesucht zu markiert zu sein. Ich meine, im Endeffekt bin ich eh Platz 2, ich bin markiert. Kann es eigentlich egal sein. Ich verstehe halt nur nicht, warum ich Platz 2 bin und kein Platz 3 existiert, weil offensichtlich ja mehrere Spieler hier sind. Keine Ahnung. Ach, schon wieder dieses Baumutanten hier, ey. Ja, gebt mir eure Erfahrungen dort ab. Hallo? Geht doch. Okay. Wo müssen wir als nächstes hin? Ich gucke jetzt in die Richtung. Wir sind zurück zu Fort Defiance. Ich würde sagen, dann schauen wir auf jeden Fall vorher zu Hause vorbei. Gucken. Ja, genau den Wegpunkt wollte ich haben. Gucken, dass wir die Munitionsfabrik einnehmen. Was natürlich ein bisschen gewagt ist, weil jederzeit der Spieler da auftauchen kann. Erst wenn mir die Munitionsfabrik gehört, kann er da nicht mehr hinreisen. Problematisch wird es natürlich, dass er jederzeit da hingehen kann und die Munitionsfabrik wiederholen kann. Also im Normalfall habe ich das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt so lange auf den Server hin und her, bis ich sehe, dass niemand die Munitionsfabrik gehört. Also recht billig habe ich das gemacht, weil ich hatte keinen Bock auf Stress, logischerweise. Aber gucken wir mal. Ich bin ja jetzt auf einem neuen Server, ne? Ich hatte mich ja auch kurz ausgeloggt, damit ich die Folge hochladen kann. Das heißt doch rein theoretisch. Habe ich doch gewusst. Schallgedämpfte Shotgun, ne? Nehme ich. Dann nehmen wir natürlich unseren. Wieso ist der leer? Anderen Loot hier mit. Okay. Ich muss kurz ein bisschen was abladen, weil jetzt gehen wir natürlich in eine kritische Phase rüber, auch weil wir leider irgendwie auch auf der Karte markiert sind. Weil es ja offensichtlich keine anderen Spieler hier gibt. Klar. Ich muss sagen, ich fühle mich zu Hause recht sicher, wenn ich hier rumlaufe. Weil kein Schwein kann mich eigentlich kriegen. Aber es sieht so schön aus. Da fehlt halt noch ein bisschen was, ne? Also, irgendwo ein bisschen Dekoration fehlt da halt noch. Aber wir haben halt nichts. Ich bin unsichtbar. Oder auch nicht. Okay, so. Erstmal Schrott verwerten. Zack. Dann packen wir alles hier unten rein. So, was habe ich an Hilfsmitteln dabei? Ich kann leider auch nicht so viele Hilfsmittel hier reinpacken. Ist okay. Dann wollen wir mal. Er ist natürlich kacke. Als Platz 2 sieht der Typ natürlich schon vorher schon, dass ich dahin gehe. Es ist schon ein bisschen eklig. Ist natürlich kacke. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwie, den Automaten mit einer Tür zuzubauen, dass nur ich rein kann. Dass er sie halt knacken muss, um zu diesem Automaten zu kommen, zum Munitionsspender. Das wäre auch noch richtig geil. Wieso ist da irgendwie. Ist ja da einen komischen Fleck mittendrin. Egal. Weil dann müsste er quasi als gesucht markiert werden, sobald er versucht, die Munitionsfabrik zurückzuerobern. Aber ich laufe in die falsche Richtung. Das wäre doch geil. Munitionsfabrik da hinten? Nein. Na gut, laufen wir erstmal hin. Da wären wir. Ich hoffe, dass der Typ nicht hier ist.
Wurde auch gesagt, als ich gegen den anderen That Staffy Guy gekämpft habe, konnte man sehen, dass er da oben hängt. Ich meine, ihr hattet noch die Möglichkeit zu gucken. Also ich war ja im Stress. Oh, hi, MG-Geschütze. Ernsthaft. Betreibt er das Ding gar nicht? Der betreibt das gar nicht. Was zum Teufel machst du hier? Hier ist ja gar nichts geschützt. Er hat hier auch nichts aufgebaut oder so. Wozu nimmt man das denn ein? Damit es kein anderer einnimmt, damit alle anderen Angst haben, hierher zu kommen. Ich hätte keine Angst, hierher zu kommen. Ich weiß, ich lasse mir gerade sehr viel Zeit, aber ich will erstmal gucken, ob er hier irgendwas gebaut hat, was ich eventuell entfernen muss. Weil je mehr man hier baut, umso heftiger sind die Angriffe. Ja gut, dann kümmern wir uns darum. So, wo war das Ding? Hier irgendwo, ne? Ach da. Das ist ein recht friedlicher Server, ich sehe kaum jemanden sterben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einfach verbuggt ist. Ganz seltsam. Ist das Ding kaputt? Nee, man kann es benutzen. Okay, wie viel Strom brauchst du nochmal? Gut, Herstellung, Generatoren. Du bist ein 5er, du bist ein 10er. Das war ich, der das Geräusch gemacht hat, ne? Ja. So, den anderen holen wir einfach von da wieder. Dann spare ich mir ein paar Sachen. So. Perfekt. Hier ist der. Super. Hier ist der Computer. Munitionsfabriksteuerung. Ich möchte gerne 50er Patronen haben. Sehr schön. Habe ich jetzt eingestellt, oder? Okay, perfekt. War mir nicht ganz sicher. So, sehr schön. Dann. Ich glaube, das war bei Türen, ne? Schutz. Irgendwo konnte man Schlösser platzieren. Ach nee, es war anders. Schloss LT, da. Hä? Was? Schloss LT. Und zwar machen wir direkt einen den hier, ne? Perfekt, ist abgeschlossen. So. Das dazu. Damit die alle noch ein bisschen schwerer haben, werden wir hier auf jeden Fall nochmal eine Tür reinsetzen. Wo man nicht durchgucken kann. Hier. So, dann kommt nämlich auch keine Sau hierher. Hey, was mache ich? Ich drücke komische Knöpfe. Schloss 3er. Dann können auch keine Gegner hier reinkommen, das ist ganz gut. Ich meine, da hinten ist natürlich das Ding ständig offen. Das ist mir bewusst.
Achso, das ist schon Zweierschloss, okay. Na, es hätte gereicht, wenn wir hier ein Schloss dran gemacht hätten. Ach. Aber weiß ich fürs nächste Mal. Weißt, verteidige. Ach Mann. Ich würde am liebsten hier zumachen. Hier wäre halt perfekt zuzumachen. Oder kann ich da irgendwas hinstellen? Damit die hier nicht hochspringen können? So. Okay, alles klar. So, wo sind die Gegner? Mach dich bereit, immer noch. Gut, dann gehört uns jetzt die Munitionsfabrik und ich glaube, hier wird keiner mehr reinkommen. Nicht auf die einfache Tour. So, der letzte. Lauf nicht weg, Junge. Ich weiß, wo du bist. So, oh, ich bin wieder Platz 3. Komischer Server hier. So, ich würde sagen, dann sichern wir noch die letzte Tür ab, dass die auch wirklich nicht reinkommen. Weil dann ist hier alles abgesichert. Die können hier nur reinkommen, wenn sie dann gesucht werden. Und dann werde ich sie nämlich finden. Bauplan, Teppich. Cool. Ah, Gesundheits-Zero. Danke, Zero. So. Die machen wir auch noch zu. Dann machen wir hier nochmal ein Schloss dran. So. Ich glaube, jetzt ist alles so ziemlich abgesichert. Ich glaube, vom Dach könnte man noch raufkommen. Alles klar. Ich glaube, vom Dach kommt man noch rauf, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Sehr schön. Das hätten wir erledigt. Ich kann jetzt hier in Ruhe was trinken. So, und was essen. Ich könnte rein theoretisch versuchen, oder ich könnte es bestimmt auch schaffen, das hier einzubauen, ne? Also, rein theoretisch. Könnte ich auch hier alles mit Pylonen vollstellen oder so. Wände gehen jetzt nicht, ne? Nee. Ach, darf ich hier gar nicht bauen? Alles klar, ihr Holding. Aber kann hier das Ding halt vollstellen, aber ich glaube, das reicht, dass wir jetzt hier Schlösser angebracht haben. Gut, dann nehmen wir uns jetzt mal die 50er raus. Wir müssen jetzt wahrscheinlich bald wieder 10 mm herstellen, aber naja. 8 Patronen nur. Guti. Dann müssen wir jetzt zur Stehlenden Bruderschaft. Aber das wird teuer. Traum 50 Kronkorken. Oh, nein. Oh, Scheiße. Ja. So. Das Problem ist, ich werde jetzt vielleicht noch 2 Stunden aufnehmen. Das heißt, wir können. Eigentlich können wir knapp 400 Munition rausholen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. In einer Stunde produzieren wir, nee, in einer Stunde produzieren wir 83, ne? Das heißt, wir können 160 Munition, das ist ja, das dauert echt lange. Weil theoretisch hätte ich auch direkt Blei herstellen sollen. Na egal, jetzt ist es zu spät. So. Port Defiance, ich komme. Da ist ein krasser Bot, Leute. Den will ich mir holen. Ich helfe am besten den Supermutanten. Na, Repair Yard. Ich glaube, der explodiert gleich. Solltest du weggehen? Okay, er explodiert nicht. Alles klar, weiter draufhauen. Ich glaube, jetzt hat er es auf mich abgesehen. Ah, Hilfe! Ich glaube, der explodiert, oder? Nein, der explodiert nicht. Leck mich, ey. Fusionskerne, der ist fast kaputt. Super, hat sich gar nicht gelohnt. Halbschrotten Fusionskern mitzunehmen, der fast leer ist. Da, 10% hat er noch. Super.
Hat sich aber gar nicht gelohnt. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Dieses Was ist das? Gibt's hier eigentlich sonst noch irgendwas? Orangefarbener Kanister. Wow. Das ist hier der helle Wahnsinn. Ach, gucke mal. Können wir zumindest mal den Schrott entfernen. Nichts. Na gut. Schlagen wir uns weiter durch. Diese Ghule bewachen irgendwas. Ich will wissen, was. Okay, jetzt geht der Nahkampf los. Komm her! Oh! Hallo, Robber. Herr Roboter, schon wieder! Ich will Waffen. Verleiht bis zu 335 Energie- und Schadensresistenz. Ja. Nicht der Hammer. Aber cool, ein legendärer mehr, den wir getötet haben. Können wir verkaufen, den Scheiß. Brauche ich ja sonst keiner. Beschaffungsauftrag der Bruderschaft. Befehle, bring die gesammelten Vorräte zum Kraftwerk Thound Mountain. Es ist unabdingbar, dass die Vorräte von den Bürgern unabdingbar, dass du die Vorräte von den Bürgern beschaffst. Lass nichts unversucht, aber wende keine Gewalt an. Ohne das Essen, die medizinischen Vorräte, Materialien und so weiter können wir dieses Gebiet nicht gegen die wachsende Bedrohung verteidigen. Wir beschützen die Bürger und im Gegenzug unterstützen sie uns. Die Bewohner von Appalachia werden unruhig und zweifeln an unserer Effektivität, aber du wirst sie an die jüngsten Angriffe erinnern, dass wir nicht da waren, um sie abzufangen. Falls noch weitere Überzeugungsarbeit nötig ist, dann sag ihnen, sie können sich gerne selbst um die nächste verbrannten Horde kümmern und schauen, wie sie sich schlagen. Wir sind auf deinen Erfolg angewiesen. Ja, ist offensichtlich nicht geschafft. Ah. Wir haben sogar eine neue Location bekommen. Outfit eines Gelehrten der... Ja, wow, das war wirklich höchst notwendig, dass ihr das dahin bringt. Ein bisschen Munition und ein kaputtes Jagdgewehr. Der Wahnsinn. Damit könnt ihr sie alle aufhalten. So, das Problem ist natürlich, ich sehe jetzt nicht, wo das sein soll. Weil im Endeffekt alles grau ist. Also zum Erkunden ist auf jeden Fall dieser Modus nicht geeignet. Vor allem, wenn das Spiel ausfällt. Ich höre hier auch die ganze Zeit ein Flüstern. Das ist irgendwie unheimlich. So, wir haben es geschafft. Wir sind da, wo wir sein wollen. Ich hoffe, ihr startet gleich kein Event. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist. Oder ob die einfach nur gegen Ghule kämpfen. Ich sehe dich, Kollege. Mittlerweile verbraucht die 10 mm hier auch ziemlich viel Munition. Jetzt reicht's mir mit dir. Komm her! Ja, aus dem Bild gekickt. Frage ist, ob hier jetzt noch jemand anderes ist. Ich will den Scheiß hier nicht verteidigen. Ich weiß, wie scheiße schwer das ist. Wir waren ja schon mal hier. Das tue ich mir nicht an. Ich hoffe einfach nur, dass kein Schwein jetzt herkommt wegen... Team Event. Das wäre echt kacke.
Hier liegt eine Leiche, das gefällt mir nicht. Ach, scheiße, ich kann es nicht zumachen. Egal, wo sollen wir jetzt hin? Dahin, okay. Hätte ich die Tür zumachen können, hätte jeder, der diese Quest nicht gemacht hat, hier nicht reinkommen. Ich höre Kakerlaken, das ist jetzt nicht wirklich krass. Red Kakerlaken, ja gut. Spind öffnen. Hier ist nichts. Nicht mal die Tür. Dankeschön. Ihr könntet ruhig auch mal legendär sein. Das wäre echt cool. So eine Kakerlake einfach mal und dann kriege ich da so eine fette Waffe. Das wäre richtig cool. Da würde ich mich richtig freuen. Einfach einen billigen Gegner fertig machen, um eine legendäre Waffe zu bekommen. Aber ganz ehrlich. Bullshit. Ja, wann haben wir das letzte Mal eine richtig gute legendäre Waffe bekommen? Durch einen Gegner. Diesen Hammer haben wir nämlich durch eine Quest bekommen. Das ist ja was ganz anderes. Ich meine einfach so, durch einen Gegner. Indem wir Gegner getötet haben. Nichts, wir kriegen ständig Rüstung. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber... nur ein bisschen scheiße. Nein, sei nicht auf der anderen Seite, bitte. Ich muss das Event abschalten. Scheiße, das ist da hinten. Ich drehe am Rad, Leute. Ich drehe am Rad. Scheiße. Gibt's da nicht... ich kann doch bestimmt ein paar Fahrstuhl fahren, oder? Nein, weil ich natürlich nicht registriert bin bei der scheiß Bruderschaft. Na gut. Prügeln wir uns nochmal durch. Die Aurora hilft mir schon. Wenn ich den treffen würde. Irgendwas faucht hier. Ich mag das nicht, wenn ich von überall Geräusche höre und nicht weiß, wo das herkommt. Vor allem dieses Fauchen hört sich sehr bedrohlich an. Ist das vielleicht... ein... hier, Hans-Dieter Ghul? Schwerer Stachel-Raketenvorschlaghammer. Wo ist der? Dann war das eine Mod. Das ist vielleicht sogar noch besser, wenn das direkt eine Mod ist. Jawohl. Können wir ausprobieren. Können wir rauf tun, ne? Rein theoretisch. Dieses Fauchen gefällt mir nicht. Lassen wir uns überraschen, was dieses Fauchen ist. Erst müssen wir hochkommen. Hi! Das Buffout nehme ich sehr gerne. Schuss aus der Hüfte, Mann! Na, ah, zu spät. Ich hab's verkackt. Wo läufst du hin? Dude? Ich bin hier. Hey. So, bin ich wieder versteckt? Ja. Können wir weitermachen. Oh, das Event ist fehlgeschlagen. Das tut mir fast leid. Nein! Oh, es hat jetzt erst angefangen. Vielleicht kriege ich eine Belohnung. Fürs Rumstehen und nichts machen.
Wir haben das schon mal geschafft. Wenn mein Charakter denn springen würde. Würde ich es auch schaffen. Jetzt geht, ich bin immer noch Platz 3. Ja, was ist das für ein friedlicher Server, auf dem ich hier gelandet bin? Kein Schwein hat irgendwie Bock, jemanden zu töten. Gibt es hier einen anderen Weg dahin? Vielleicht durch diese Tür? Höchstwahrscheinlich. Wenn die abgeschlossen ist, dann ja. Du mich auch spiel. Wieso habe ich es erst versucht? Oh, er hat sich selbst getötet. Ah, oh, oh. Jetzt bricht hier aber der Krieg aus. Philipp K. hat noch einen getötet. Alter Schwede. Wo war das? Da. Nee, der hat sich da selbst getötet. Wie auch immer der es geschafft hat. Hat er sich vielleicht ins Bein geschossen? Man weiß es nicht. Philipp K. Da hast du dir mal was gezeigt hier. Der wollte bestimmt hier zum Schrottplatz. Ich muss aufpassen, dass da keiner hingeht. Wobei, das ist eigentlich recht gut geschützt, ne? Ich denke mal, so gut wie ich das geschützt habe, dürfte da keiner hinkommen. Oh, geschafft. Was geht da bei euch ab? Paddleborn? Philipp K. ist tot. Danzig ist jetzt auf Platz 1 mit Scarborn. Ich glaube, der hat Drache genommen. Ich wusste es, Wendigo. Alles klar, jetzt kommen die. Schon nicht schlecht, verbraucht aber eine Menge Munition. Ich wusste, dass das ein Wendigo war. Habe ich doch gesagt. Ihr habt es noch nicht verstanden. Oh, 150 Stück davon. Nehme ich. Geilo. Ah, vielleicht kriege ich da eine Mod raus. Ja, was gibst du mir denn für Zeug? Dankeschön. Ich bin auch irgendwie infiziert. Dich nehme ich sowieso mit. Philipp K. hat Defam getötet. Was machen die denn da? Jetzt bin ich Platz 4. Keine Ahnung, was die da treiben. So, Wendigo. Danke für den Loot. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Ich weiß es nicht mehr. Das sieht doch gut aus. Wie sind wir da hingekommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier doch falsch gelaufen sind. Ich meine, wir haben Wendigo bekommen. So wild ist das jetzt nicht. Aber ich glaube, ich bin hier falsch. Aber hier geht es ja sowieso hoch, ne? Wie kommen wir da hoch? Oh, wie bin ich denn gekommen? Oh, bitte sag mir nicht, dass ich doch auf der anderen Seite sein muss. Dass es von da aus ging. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, tu es mir das nicht an, Spiel. Bitte. Nice Lichteffekte. Ja, ich glaube, wir sind hier falsch. Aber ich gucke lieber sicherheitshalber nochmal. Nicht, dass es hier doch irgendwo einen Gang gibt und ich umsonst jetzt wieder runterspringe. Das wäre der Knüller. Ah, scheiße, ich glaube, wir müssen wieder runter. Was hast du getan, Zero? Was hast du einfach getan? Einfach alles ruiniert wieder mal. Warum?
Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Ich möchte die Folge eh langsam beenden. Wir gucken jetzt nochmal hier. Und ansonsten gucke ich halt nochmal alleine überall rum. Wenn du das hörst, Fremder, dann bin ich tot. Die Bruderschaft ist tot. Aber ich bin erleichtert, dass jemand anderes am Leben ist. Überhaupt jemand. Mir ist schnurzegal, ob du Chinese oder Amerikaner bist oder was auch immer. Du bist ein Mensch. Ich habe nicht viel Zeit. Aber die Verbrannten sind eine größere Bedrohung, als du dir je vorstellen könntest. Du musst irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen umgehen, die ich eingerichtet habe. Wenn du mal zum Militär gehört hast, brauchst du nur deinen Militärausweis von der Regierung. Und wenn nicht, finde einen anderen Weg. Ich weiß, dass ein Geist wohl nicht so überzeugend ist. Aber denke an mehr als nur deine eigene Haut. Und denk daran, wie viel auf dem Spiel steht. Wir haben das getan. Deshalb gehe ich jetzt da raus, um zu sterben. Ad Victoriam. Gelehrter Grant meldet sich ab. Ja, leck mich doch. Bin umsonst dann angelaufen. Ja, wir haben gute Sachen bekommen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir unseren Waffen, unseren Hammer verbessern. Haut rein, euer Zero. Tschüss.